Ja, ihr könnt gleich weiter schreien, denn jetzt geht es um Sport, jetzt geht es um Fußball. Wir wissen ja, Weltmeisterschaft steht vor der Tür, aber Fußballfans können es bis heute nicht verwinden, was uns 1966 passiert ist. Im sportlichen Jahresrückblick dieses Jahres gab es nur ein Thema: Wembley, das Finale Deutschland-England. Auf die Gefahr hin, alte Wunden aufzureißen, dieser Rückblick kann gar nicht umhin, mit jener Minute des abgelaufenen Sportjahres zu beginnen, die ein nationales Palaver ohnegleichen auslöste und das Volk der Deutschen in zwei Lager spaltete. Vom Boulevardblatt bis zum Bundespräsidenten. War er drin oder war er nicht drin? Bemühen wir uns, jenen fatalen Augenblick leidenschaftslos zu rekonstruieren. Der Mann, der in der 100. Minute des Endspiels für den Gesprächsstoff des Jahres sorgte, heißt Hurst. 6 Monate später antwortete er auf unsere Frage, ob der Ball im Tor war. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der nichts gesehen hat. Ich habe geschossen und mich umgedreht. Roger Hunt neben mir rief Tor. Das war also, wenn man so will, die britische Version des Spektakels, das 3:2 aus der Sicht eines Mannes, der gar keiner hatte. Doch während die einen anfangen zu jubeln und die anderen zu protestieren, kommt jener Herr ins Bild, über den die größte Schelte des Jahres zusammenbrechen wird, Schiedsrichterdienst aus der Schweiz. Wieso eigentlich hat er dieses Tor anerkannt? Als ich Hurst sah, wie er in Besitz vom Ball kam, wie ich sah, wie der Schuss schnell unter die Latte spritzte, wie er runterkam, wie er von Webb übers Tor geköpfelt wurde, wusste ich im Moment nicht, wo war der Ball hin. War er unter der Latte am Holz, war hinten an einer Stange. Ich sah nur den Linienrichter nicht auf Eckball zeigen, sondern ich sah, wie er mir Tor anzeigt. Damit wusste ich, der Ball war drin. War er das? Diese Zeitlupenaufnahmen einer Wochenschaukamera sind deutlich. Es war keins. Sei's drum. Mag jenes Tor umstritten sein oder sogar nicht gerechtfertigt. Die 8. Fußball-Weltmeisterschaft 1966 in England war das überragende Sportereignis des Jahres. Es hat lange gedauert, aber heute ist es soweit. Heute kommt der Tag der Rache. Wir haben sie noch mal hergeholt und jetzt wollen wir es ganz genau wissen. Wir haben die Spitzenstars des damaligen Spieles da. Alle Beteiligten dieses Fußballkrimis. Und heute, 20 Jahre später, kommt die Auflösung aus der englischen Nationalmannschaft. Geoffrey Hurst. Hello, good evening. Martin Peters. Well, good evening. Alan Ball. Alan, good evening. Und der Torwart des englischen Teams, Gordon Banks. Hallo. Starke Mannschaft, aber hier kommt die deutsche Konkurrenz. Der Torkeeper von einst, Hans Tilkowski. Guten Abend. Hier ist Helmut Haller. Helmut. Und er hat hier einen Heimspiel, er kommt aus Bremen, Horst-Dieter Höttges. Horst, ja, 4-3. Die meisten unserer Herren von damals sind ja schon in Mexiko in irgendwelchen Jobs, aber wir haben gedacht, ein bisschen müssen wir verstärken, wenn es damals nicht gereicht hat, mogeln wir ein bisschen. Wir haben uns einen Star der 66er WM geholt, er war der europäische Pelé. Hier ist Eusebio. Hallo, guten Abend. Starke Mannschaft. Und wir wollen genau die gleiche Situation herstellen wie damals. Der Pfeifenmann ist der gleiche wie an jenem Nachmittag im Sommer aus der Schweiz. Gottfried Dienst. Servus. Herzlich willkommen und jetzt gehen wir mal zur Sache. Machen wir in der Mitte. So, und heute passe ich mit auf. Haben Sie denn eigentlich viel Krach gekriegt oder ist das inzwischen vergessen? Nee, das war überhaupt, ich habe ja überhaupt nie Krach gekriegt. Ich habe vielleicht schon 2, 3, aber ich habe sehr viele Freunde in Deutschland. Das freut mich ganz besonders. Siehst du? Ja. Das ist die 2, 3 Freunde.
Meine Damen und Herren, jetzt geht es um späte Revanche. Wir planen so einen Volley-Fußball. Also wir werden die englische Nationalmannschaft gegen die deutsche spielen lassen, verstärkt durch Eusebio. Sag mal, wenn man jetzt so kurz vor der Weltmeisterschaft steht, Hans, und man sieht, was die Jungs da treiben, juckt es einen dazwischen drin, man sagt, oh, da müsste ich eingreifen? Eingreifen geht nicht mal, aber man möchte gerne noch mitspielen. Ja, also einmal Fußball, immer Fußball. Ja, genau so, ja. Helmut, wie tief sitzt denn sowas? Inzwischen alles vergessen und sagen, ach komm, gewonnen voll. Und man sieht ja ganz eindeutig, der Ball war nicht drin. Sagt man, Herrgott, ihr habt uns doch damals beschissen. Wie ist denn das so 20 Jahre später? Ja, da kommt dann die Revanche. Da will man jetzt eine Revanche und da sind wir scharf drauf. Gut, wir, oh, keine Zeit verplempern. Die Seitenwahl, Herr Schiedsrichter. Ja, Roden Banks, die beiden Torhüter machen die Seitenwahl. What do you want? Hands. Das ist voll. Geht schon los, mit Sonne, Die Seite, die deutsche Mannschaft gegen die Sonne. It's a late revanche, but it's no problem. It's a fair play and you like it, I hope. Yes, very much so. We're very good friends, actually. Die Deutschen und die englischen Nationalspieler sind ohnehin Freunde, insofern kein Stress. Bitte die Seiten wählen. Wir beide gehen auf den Schiedsrichterstuhl. Ja. So, und jetzt, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf ein Fußballereignis. Jetzt komme ich aus 4000 Meter Höhe und wahrscheinlich falle ich jetzt hier vom Sockel. So. So. And quiet, please. Advantage Becker. So. Ne, jetzt bin ich im falschen Spiel. Meine Damen und Herren, Herr Schiedsrichter, es geht los. Ja. Kommentar von mir. 3 Minuten und es ist angepfiffen worden. Ein schöner Granatenball von Hans Wilkowski. Wir kennen, oh, die englische Mannschaft hat nichts von ihrer Härte verloren, von ihrer Stärke. Gordon Banks, jetzt der englische Keeper, wird den Ball hineingeben in einem weiten Abschlag, den wir von ihm kennen. Wilkowski nimmt mit dem Kopf auf, Haller ganz elegant mit dem Fuß und das ist der, oh, das ist fast der vollstreckende Schuss geworden, aber die Engländer kontern kühl. Geoffrey Hurst mit einem weit hineingegebenen Konterball. Helmut Haller mit der breiten Stirn und mit dem Knie. Hey, Alan Banks und Alan Ball. Schön. Das sind die dunklen Ballkünstler, wie wir sie kennen, wie wir sie auch brauchen. Wieder diesen Weg aus. Einwurf. Gut gesehen. Gut vor Deutschland. Schiedsrichterdienst. Ein dramatisches Spiel, ein schönes Spiel und Wilkowski. Er gibt hinüber in die gegnerische Mannschaft. Gordon Banks nimmt auch mit der Brust, nimmt mit dem Kopf weiter und mit dem Hinterkopf übers Netz von Geoffrey Hurst, der Nummer 10. Geoffrey Hurst. 2-1. 2-1 für wen? Deutschland. 2-1 für Deutschland. Wir müssen zittern. Gordon Banks hat reingegeben. 73 Länderspiele hat der englische Keeper. Jetzt ist er wieder am Ball. Seinen gelben Pullover kennen wir noch aus alten Zeiten. Und schön hinübergegeben, schön verlängert von Geoffrey Hurst. Geoffrey Hurst, der Mann, der das umstrittene dritte Tor geschossen hat. 3 Tore hat er im Endspiel geschossen und hier ist er wieder. Brandgefährlich immer noch. Eusebio nimmt mit dem Kopf auf, gibt hinüber. Helmut Haller, oh, mit dem Knie. Und jetzt Hans Wilkowski. Sein Kopf war immer aus Eisen, so wie Höpkes Fuß. Schön. Und wie steht's? Weiter. Vorteil. Vorteile, Schiedsrichterdienst aus der Schweiz geben bisher ein gutes Spiel, ein schnelles Spiel, langsam über die Flanken, aber dann Druck im Sturm und im Vollstrecken fehlt es bei der deutschen Mannschaft noch etwas. Langes, verzögertes Spiel und der Ball bleibt im Netz hängen, meine Damen und Herren. Noch 1:12, nein, 1:10 in der ersten Halbzeit. Wilkowski, er bringt Ruhe ins Spiel, er beruhigt seine Vorderleute. Jungs, werdet jetzt nicht nervös, es geht um die Entscheidung, 1 Minute noch. Dann wird, oh, jetzt, das ist Ballkunst im höchsten Maße. Das können die Engländer, das haben sie gezeigt, das haben sie in Wembley gezeigt, das sagen sie heute wieder. Gordon Banks, Eusebio, das ist schwarze Fußballkunst. Schauen Sie, wie er den Ball locker auf dem Knie nimmt. Und jetzt, Helmut Haller, steht ihm nichts nach. Die Deutschen sind etwas... Oh, oh, oh. Jetzt wollen sie es alle wissen, jetzt zeigen sie es alle. Schauen Sie an, die Nummer 16, schauen Sie, was Martin Peters kann. Und jetzt Eisenfuß Höpkes. Eusebio, er zeigt ihnen, was seine Harke ist. Er geht hinein ins gegnerische Spiel. Horst-Dieter Höpkes mit dem Kopf ganz sensibel nimmt ihn auf. Und Helmut Haller gibt hinüber. 25 Sekunden noch in dieser Halbzeit zu spielen. Oh, das war im Grunde ein schwerer Schlag. Four, so kurz vor der Halbzeit noch dieser Gegentreffer. 4-1. 4-1 für wen, um Gottes Willen? 4-1 für Deutschland. Es könnte reichen, meine Damen und Herren. 12 Sekunden noch in der ersten Halbzeit. 10 Sekunden. Und... da ist er wieder, brandgefährlich, der Mann, Geoffrey Hurst. Oh, eine Granate hoch in den blauen Himmel über Bremerhaven. Halftime. Helmut Haller übernimmt und das ist die Halbzeit.
Halbzeit. 4 zu 1 für das deutsche Team. Es könnte reichen, es könnte reichen. Jetzt bin ich überzeugt, wird der Mann mit der Mütze Helmut schön einsprechen auf seine Schützlinge. Er wird ihnen sagen, haltet durch. Eusebio weiß nicht genau, wie es weitergeht. Gebt Dienst, der Mann hat die Ruhe. Hans Tilkowski gibt wieder hinein. Schön, Gordon Banks, er ist ein wichtiger Mann in der englischen Abwehr. Oh, da hat er sich selbst ein Bein gestellt, der Engländer. Der kleine, bullige Gordon Banks. Mit seinen Hopsa. So, Horst Körtges Eisenfuß hat man ihn genannt. Und den hat er noch, den hat er heute noch. Oh, Helmut Haller. 5 zu 2. Am Knie, aber ansonsten immer noch gut in Schuss und sieht gut aus. Da kann man nicht sagen, gut sieht er aus heute. Frisch gefüllt in Bremerhaven. Und Gordon Banks jetzt. Ja, mit der Brust, das kann er. Die ist flach, da tropft der Ball ab. Oh! Jetzt zeigt er, was er kann. Der Mann aus Liverpool. Die Nummer 8, Helmut Haller. Tilkowski geht hinein, unterstützt Eusebio. Zeig uns, was du hast, Junge. Oh, rechtes Bein, linkes Bein, Knie und zack! Aus dem Stand geht er hinüber. Oh, hoppsa! Das wollen die Leute sehen. Das ist Publikumsfußball, wie wir lieben. Ein schönes Beispiel für eleganten Fußball. Und jetzt kommt Stimmung auf im Stadion. Jetzt kocht Bremerhaven. Eusebio, Höttges hinüber. Das Spiel wird schnell. Der Freddy Quinn des englischen Fußballs nennt man ihn, Alan Ball. Und jetzt hinüber die Nummer 16. Hans ist da, wenn wir ihn brauchen. Helmut nimmt's. Und Eusebio, elegant mit den kurzen Haaren. Da kann man natürlich köpfen. Ein Fallrückzieher. Gordon ist da. Und aus. Der Ball geht es aus. 1:42 noch zu spielen. 6:1 für Deutschland. Der Spielstand 6:1. Es könnte reichen, meine Damen und Herren, es könnte reichen, wenn Sie jetzt klug sind. Sie müssen das Spiel langsam machen, Sie müssen über die Flügel kommen und Sie müssen vor allem versuchen, die englische Mannschaft nicht zum Spiel kommen zu lassen. Aber da ist er. Er nimmt den Ball locker auf den Fuß, aus dem Stand geradezu. Ich kann immer wieder nur sagen, so macht Fußball Spaß. Das sind Spiele, wie wir sie brauchen heute im bezahlten Fußball. Tilkowski ist da. Er kennt keine Grenzen, wo das Spielfeld zu Ende ist, interessiert ihn nicht. Er gibt zurück zu Höttges. Eusebio ist da mit dem rechten Knie. Schwarz ist es und elegant. Oh, guck ihn an. Oh, jetzt zeigt er, was eine Harke ist. Er kann es allein machen. Er geht allein vor das Tor und hey, hopp. Schön angespielt. Man merkt es, die Engländer geben sich verloren. Sie werden langsamer. Sie werden unruhig. Sie wissen, es ist nichts mehr zu holen. Ich glaube, wir können langsam ruhig werden. Zeig's ihnen. Horst, Hans macht es ganz langsam, das Spiel. Und jetzt hoch hineingegeben mit Eusebio. Da kann uns nichts mehr passieren. Gordon Banks ist da. Ja, man merkt es an ihren Mienen. Sie wissen, dieses Spiel ist verloren. Da tut sich nichts mehr. Liebe Freunde in Deutschland, ich glaube, wir können die Korken knallen lassen. Noch 30 Sekunden. 7 zu 4. Aber wie sagte Sepp Herberger, der Ball ist rund, meine Damen und Herren. Und ich muss sagen, er hat recht, es ist viel passiert in einer halben Minute schon im Fußball. Da ist er wieder. Er pumpt, man merkt, er wird langsam schwächer. Langsam verlassen die englischen Männer die Kräfte. Sie haben alles gegeben in diesen 6 Minuten. Die deutsche Mannschaft ist gut eingestellt, muss ich sagen. Eusebio. Und es ist ein schöner Kopfball gewesen. Er bringt nichts. Der Ball geht weit ins Gegnerische aus. Und nach hinten. Jetzt versuchen sie, den Ball zu halten. Und das ist richtig. Das ist richtig. Das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Das Spiel ist aus. 7 zu 5 für die deutsche Mannschaft. 7:5. Und das ist der Beweis, meine Damen und Herren. Die deutsche Mannschaft hat nichts verlernt. Sie haben nichts verlernt. Bitte aufstellen zur Siegerehrung. Eusebio, bitte. Der große Pokal. Meine Damen und Herren, aus Bremerhaven. Die deutsche Mannschaft gewinnt im nachgezogenen Entscheidungsspiel um die Fußballweltmeisterschaft 1966 mit 7:4 gegen ein englisches Team, das sich gut geschlagen hat. Wir kommen zur Verleihung des Preises für die deutsche Mannschaft. Die Engländer sind ein bisschen traurig, man sieht es. Sie sind ein bisschen deprimiert, sie haben alles gegeben. Trotzdem danke, thank you und bye bye. Schöne Grüße nach England. You were beautiful. Gottfried Dienst, heute hat er gezeigt, was er kann. Wenn es was zu sehen gibt, dann sieht er es auch. Ich bedanke mich. Und jetzt die Übergabe an das deutsche Team. Meine Damen und Herren. Moment, hören wir auf, sonst steigt Bayern wieder aus, wenn wir eine Hymne ein bisschen so. Okay, also, wer nimmt den Pokal? Hans Tilkowski. Hans Tilkowski, die deutsche Mannschaft, unterstützt von Eusebio. Dankeschön. Sie waren wunderbar. Dankeschön, Horst.